Hallo liebe Gartl- und Werkelfans. Heute werden wir mein Lieblingswerkzeug, die Hock, ein bisschen herrichten. Ich habe das Problem gehabt, ich habe es teilweise mit so einem Steinschleifer geschliffen. Jetzt habe ich nur seine Kerben reingebracht. Ist natürlich nicht richtig und funktioniert auch nicht gescheit. Und wenn du zu viel ankommst, wird das Metall weich, wenn es blau wird. Jetzt habe ich das mit der Feile, mit einer ganz normalen Flachfeile, schon mal ein bisschen geglättet. So schaut die eine Seite jetzt aus. Und so war die andere Seite. Da sieht man, murzene Schleifspuren, komplett unregelmäßig, scharf war es nicht wirklich. Da habe ich jetzt einmal eine gute Stunde mit der Feile herumgearbeitet. Und im Endeffekt funktioniert das so, man nimmt da hinten die Auflage, das Haus, das äußere, als Auflage für die Feile, als Drehpunkt und arbeitet sie entlang der Wange, arbeitet man sie im Winkel nach vor. Die Seiten werde ich jetzt noch machen, wenn sie jetzt irgendwie aufregt wegen dem Stuhl. Der Stuhl wird auf alle Fälle austauscht. Da habe ich schon einen neuen parat. Eins von meinen Lieblingswerkzeugen, universell einsetzbar, wenn du was zum Schlagen brauchst oder zum Schnitzen, zum Hauen, zum Hocken. Das Ding bringst du auch noch für sich nicht um. Wir brauchen einen Schraubstock, spannen den Stuhl einmal relativ stark, relativ fest ein. Da ist es jetzt wurscht, ob er jetzt kaputt wird oder nicht, der wird eh austauscht. Was auf alle Fälle wichtig ist, sind Handschuhe. Ich habe vorher keine auch gehabt. Natürlich reibst du die komplett auf mit der Feile. Also eine Handschuhe anziehen, Lederhandschuhe am besten oder Schnittschutzhandschuhe. Jetzt ist noch nicht so tragisch, jetzt ist die Hock noch nicht wirklich scharf. Auf der geschliffenen Seite merkt man aber schon, dass sie kommt. Und wenn du ankommst mit der Haut, reißt sie ganz schön schön auf. Ich habe vorher die Feile am Feilenheft aufgelegt und das als Drehpunkt genommen. Das rutscht ein bisschen zu viel. Bin ich einfach hergegangen und habe einen Fetzen hergelegt und je nachdem wie dick dass ich den falte, desto mehr Winkel habe ich vorne bei der Auflage. Und so kann ich mich, also von dem Flachstück über die Wange quasi zur Schneidviere arbeiten, die Feile von links nach rechts führen, auf der kompletten Breite. Also wenn ihr sowas macht, lasst das nicht so halbwach aufliegen, sondern schaut, dass das gut fixiert. Allerdings auch nicht so viel, dass die Feile bricht, weil das Metall ist relativ spröde. Das heißt, wenn du einmal so ankommst, ordentlich, kann es schon mal sein, dass das bricht. So, oben drucken, dass ihr merkt es, wenn der Zug entsteht, dann druckt es richtig. Wenn sie so halbwach anliegt, dann macht sie so einen hellen Ton, dann habt ihr zu wenig Druck. Das heißt, ordentlich andrucken. Zehnmal hin und her ungefähr. Und dann seht ihr da schon einen Abrieb. Und im Laufe von dem ganzen Ding kennt ihr dann im Prinzip die Schneid vorn. Das wird ungefähr der erste 3/4 cm sein. Malst den einmal mit so einem Edding-Stift, mit so einem Filzstift einfach an. Und da ist es leichter und seht, wo die Kerben drinnen sind. Ich nehme die Feile, lege das auf den gefalteten Fetzen auf, der noch nicht ganz so hoch gefaltet sein soll. Gehe mit den Feilenheft ein Stück weit dahintere und dann schauen wir, was los ist. Die ganzen Vertiefungen, was du jetzt siehst, sind der Schneid, das Schwarze, wo der Filzstift noch nicht weggeschliffen ist. So tief müssen wir das jetzt einmal machen, dass das eine einheitlich glänzende Fläche wird. Und wenn wir das dann haben, dann wird es auch sehen, dass die Schneide, das vorderste Stickel von der Achse, immer runder wird. Die Kerben gehen raus und sie kriegt schon ein bisschen einen Zund drauf. Und dann, wenn vorn keine Kerben mehr drinnen sind, können wir mit einem normalen Wasserschleifstein oder mit einem feinen Schleifpapier, was ihr gerade habt, Wasserschleifpapier kostet so ein Plattel, also ein Vierbaum kostet 90 Cent um und um, ein 600er, 800er, 1200er gibt es. Wenn ihr das auf einer Glasfläche oder auf einen Marmorstein oder irgendeine glatte Fläche aufpickt, habt ihr ein super Schleifmittel,
das Ding wird an und für sich nicht hin, außer ihr schneidet es durch oder es ist verschlissen. Und dann könnt ihr eine richtig geschmeidige Schneide aufzaubern. Wenn euch das taugt hat, Daumen auf, Abo vielleicht, falls ihr noch nicht abonniert habt. Sofern Zeit ist, kommen dann normalerweise regelmäßig einmal in der Woche Videos. Die Grobarbeit mit der Feile ist fertig. Über zwei, drei so wilde Schatten habe ich noch drinnen, die lose ich aber. Da bin ich mit dem Schleifstein oder mit dem Schleifbock bin ich schon sehr gar angekommen. Das ist genau am Eck da, an die Spitzen. Da habe ich sehr viel Material weggenommen. Da habe ich auch noch ein paar Hocker. Das macht jetzt dabei nichts. Ich muss sagen, das Ganze hat jetzt eine gute 1,5 Stunden gedauert. Mit der Feile ist es ein bisschen mühsam, aber das Ergebnis wird sehr regelmäßig. Man kommt nicht in die Versuchung, dass man zu viel Material übernimmt, wie mit einem Schleifgerät, mit einem elektrischen. Beim nächsten Mal werde ich dann mit dem Schleifstein, mit dem Wasserschleifstein, die Spuren von der Feile wegmachen, die Schneide insgesamt polieren und vorn das letzte Stückchen von der Schneide nur ein bisschen mit einem steileren Winkel schleifen und dann ist das ein richtig geiles Teil wieder. Sie hat jetzt schon eine ordentliche Schärfe. So scharf war sie, glaube ich, das letzte Mal vor 20 Jahren. Habe ich richtige Freude damit. Mit dem kann man schon mal was anfangen. Vielleicht sehen wir uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal.